Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind immer noch dabei, diesen Schmuggelpunkt zu einzunehmen. Wir sind bei 8800, die wir nur noch einnehmen müssen. Und dann können wir tatsächlich irgendwann den Boss eingreifen. Aber wir machen jetzt erstmal Step by Step. Das dauert jetzt alles. So, dann nehmen wir mal das. Hier liegt kein Geld drin. Wo liegt das denn? Wird von der White Christian Coalition geleitet. Ist das nicht eine von diesen Southern Union Gruppen? Bei dir klingt das so, als ginge es darum, die Rasse. Die versuchen nur, ein besseres Lernumfeld zu schaffen. Für weiße Kinder? Ja, und? Bitte, klingt, als hätte es ausschließlich was mit der Rasse zu tun. Ich glaube, ich erkläre es nicht richtig. Ich bin sicher, dass es daran liegt. So, komm jetzt hierher, Kollege. Oh, der ist tot. Diesen nutzlosen Kadaver hier weg. Versuchen wir es hier drüben. Gut, dass der halt nächste nutzlose Kadaver du bist. Ist ja nicht so, als würden wir dabei erwischt, wie wir Fernseher verschieben oder sowas. Nein, nein, die schnappen uns nur beim Schmuggeln von Medikamenten, die wir der verdammten Wohlfahrt geklaut haben. Und nicht nur das, wir verkloppen sie auch noch an die verfluchten Roten auf Kuba. Hast du plötzlich ein Gewissen? Diese Kommunisten, mein Freund, die bezahlen uns mit den gleichen Scheinen. Mal hier so eine Waffe oder so eine kleine, so eine Uzi. Ne, die will ich nicht mitnehmen. Ah, verdammt, ich will die. Die wollte ich mitnehmen. Okay, dann müssen wir das Step by Step jetzt machen. Ich kann mal kurz. Ja, da hinten liegt die nächste Munitionsladung. Das heißt, wir können da weitermachen, aber wir müssen jetzt erstmal warten, bis die. Scheiße. Irgend so ein Neger greift uns an. So. Er richtet uns alle um. Ich hoffe, dass jetzt sich auch die. Ich gehe in Deckung! Richtig. Der Junge kann echt schießen! Davon gibt es noch mehr! Leck mich doch. Gut, dass du nicht lang genug, schnell genug ziehen kannst mit deiner Waffe. Ich geh
mal hier Pause, Kollege. So. Muss kurz Munition wechseln. So, es ist ja eine noch hier oben. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. So, nehmen wir die mit. So, warte mal. Ich guck mal, ob ich die... So. Dann machen wir das Step by Step. Ich glaube, wir haben tatsächlich soweit alles weggeräumt hier an Gegnern. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Ich glaube, die hat... So. Hier war noch was. So, da haben wir auch nochmal 1000 Schaden drauf. Nee. Die Uzi nehme ich mit, aber die andere Waffe hätte ich gerne noch gehabt. Ja gut, das Wichtigste ist, dass wir... die Sachen hier mitnehmen. Hier müssen immer noch Geld liegen, glaube ich. Warte mal. So, die Munition. Das Ding mitnehmen. Hier das Geld auf dem Klo, wie immer. Zack, zack, zack. Uns fehlen noch 3000 Dollar, dann hätten wir sogar schon tatsächlich... Ah, weiß nicht, ob wir das diese Folge noch hinkriegen. Zum Glück kriegen wir diese Woche noch den Schmuggel, das Schmuggeldings hier weggearbeitet. Hier liegt noch Geld. Nimm mal mit. Oh, da liegt noch Geld auf der auf dem Fernseher. So. Haben wir jetzt alles erledigt hier an... Die Munition, die Waffe, die war mit. Ja. Super, dann haben wir das erledigt. Frage ist, wo müssen wir hin? Warte mal, wo führt das denn jetzt überhaupt hin auf der Karte? Zu dem nächsten Punkt, okay. Wir machen das anders. Ich meine, wir haben ja die Kohle. So. Die Frage ist, wo können wir die Karre? Können wir die Karre irgendwo versenken oder so? Das war ja schon meine
Jawohl. Das war der Plan an der Sache. So, das Playboy-Heftchen nehmen wir mit. Hier möchte man nachts nicht allein rumlaufen. Zu gruselig. Ja, definitiv nicht, weil vor allem da auch Alligatoren rumlaufen. Gut. Das Auto haben wir geholt. Versenkt. Das heißt, wir quatschen jetzt mit dem einen Typen und eventuell kann man sogar in dieser Folge noch dieses Gebiet hier abnehmen. Zack. Was liegt an? Rede mit Conny DeMarco. Doch, war richtig. Ich brauche ein Auto vor allem jetzt erstmal. Ich brauche ein Auto. Oder das jetzt irgendwie direkt zu den Dings rennt. Dann nehme ich mir die Mühle hier. Ja, komm, fahr. Oh, Alter. Oh, wunderbar, dann haben wir die ganze Dings da war das ganze Ding eingenommen, warte mal. So, schön eingepackt, perfekt. So, du annimmst, werden alle nimm mal an. Ist dir irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik. Vor Greco? Vor dir? Habt ihr gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich krieg ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen. Der kleine Pisser Roy ist zurück im Lagerhaus. Tu, was du musst. Okay, konfrontiere Roy T. B. Do. Das machen wir noch jetzt. Er ist im Lagerhaus, sagt er mir gerade. Als Information. Das ist immer gut. Dann machen wir das doch. Ja, wir brauchen ein anderes Auto. Ich komm. Knie. Ich sag dir was. Werd nicht alt. Zumindest wenn du es vermeiden kannst. Ist das doch verdammt. Ja, Entschuldigung. Überall stehen Autos von mir rum. Oh, der hat einiges an Gefolgsleuten. Das wird eine lustige Aufgabe jetzt werden. Wie stehen die Wetten, dass Greco Mr. Thibodeau loswerden will? Die Chancen stehen gut, wenn wir weiter Geld und Waren verlieren wie bis jetzt. Roy hat nicht die Eier für diese Art von Arbeit. Der alte Junge ist ein Bürohengst. Solche Sachen sind gut für Jungs wie uns. Auf dem Schlachtfeld wird man viel schneller befördert. Vielleicht schleicht der Mann, der uns überfällt, auch nicht hier rein und schneidet dir die Kehle durch. Vielleicht solltest du dir darüber Gedanken machen. Der sitzt da oben. Gut, ich brauche jetzt... Dann fangen wir mal an. Verflucht doch, Alter. Schnell zu mir. Du bist tot und merkst es nicht. Scheiße. Oh.
Tot. So, step by step. Der ist auch tot. Der hinter dem Schreibtisch, den sehe ich, aber da komme ich nicht dran, glaube ich. Ja, schön für dich. Nimm mal das mit. Komm in meine Crew. Toll, das klingt toll. Was immer du sagst. Siehst du? Sieht doch schon besser aus. Schmuggelgeschäfte gesichert. Das ging jetzt verdammt schnell. Vito kriegt den Laden hier. Jungs beim Lagerhaus, um den Schmuggelbetrieb zu sichern. Ich schick sie dir. Und Lincoln, nur weil Greco ein Idiot ist, ist er noch kein Weichei. Wahrscheinlich wird er ein paar Leute losschicken, um dich zu killen. Pass auf dich auf. Greif dir Greco und schlag ihn von mir aus windelweich, aber bring ihn nicht um. Das erledige ich. So, gut. Wir haben also ein Laufkommando auf uns eingesetzt. Da Hauptsache, wir haben es geschafft. Normalerweise ist gut, dass wir immer zwei Folgen brauchen pro Aufnahme, Geschäft. Das ist immer gut. So, gut, wunderbar, dann haben wir das auch erledigt. Ich wollte eigentlich tatsächlich was anderes machen. Triff dich mit Vito, sagt die nächste Aufgabe. Warte mal, ich hatte das ist... Ah, ja, finde ich das... So, ein bisschen Kohle mitnehmen. Eigentlich war der andere Plan. Ich
Zusätzliche Gesundheit, nachdem du jetzt eine Gesundheitspack mehr hast, kannst du mehr Schaden wegstecken. Sehr gut. Ich war eigentlich der andere Plan, tatsächlich da das Bild mitzunehmen. Was war denn das jetzt? Ah, hier, glaube ich, in dem Büro, ne? Die haben ihn ja erschossen. Zack, zack. So. 4 von 4 in River. Wow. Cool. Sag ich doch, wir haben alle 4 Bilder gefunden in die River. Wow. Sehr gut. So. Okay. Warum nicht? Gut, dann haben wir das auch erledigt. Auto steht hier. Dank dir ist hier alles wieder normal geworden. Ja, das freut mich doch sehr, dass wir das so weit hingekriegt haben. So. Ja, die haben wir ja schon eingenommen hier, die Gegend. Auch wir haben noch so viel zu tun, glaube ich, oder? Doch, die Karte ist auch groß, okay. So, genau. Genau, das machen wir doch jetzt als erstes. Triff dich mit Vito. Aber dann würde ich sagen, wir machen hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Tschüss.